Servus und herzlich willkommen zu diesem Video. Und heute werde ich ein paar Nachrichten und Neuigkeiten mit dir teilen. Einerseits, was wir in den letzten Wochen gemacht haben, denn YouTube-Videos waren es nicht. Und vor allem ein paar Neuigkeiten auf dem Bereich Gold und Silber, auf dem Gold- und Silbermarkt. Ich will mit dir heute über einen ganz wichtigen, ja, nicht Filmtipp, sondern PDF-Tipp sprechen, den du unbedingt als Goldinvestor lesen solltest. Nun, beginnen wir kurz. Wir haben letztes Mal, eines der letzten Male, diese Wismut-Kristalle verlost. Und ich möchte dir auch sagen, bleib bis zum Schluss von diesem Video dabei, denn ich werde dir heute sagen, wie du bei unserem nächsten Gewinnspiel gewinnen kannst und vor allem, was unser nächstes Gewinnspiel eigentlich ist. Ja, vielleicht ganz interessant, wir haben jetzt vor einer Woche oder vor 2 Wochen diese Wismutkristalle nach Deutschland, Österreich und der Schweiz geschickt an die Gewinner unserer Aktion. Und wir haben super Feedback bekommen, das möchte ich auch kurz teilen mit dir, denn es ist einfach eine coole Sache. Die Leute haben geschrieben, wow, wir haben jetzt so lange gewartet und waren schon die ganze Zeit so nervös. Wann kommt endlich das Paket? Kommt es überhaupt noch oder habt ihr uns vergessen? Und wir haben ja von Anfang gesagt, wir werden es erst Anfang Juni losschicken und die Leute haben sich richtig gefreut und haben gesagt, wow, dieses Ding, das ist so cool, weil wenn mal, was weiß ich, der Kollege daheim ist oder wenn der Nachbar da ist oder so und irgendwie, man weiß auch nicht mehr, wer den coolsten Urlaub hat, das coolste Haus oder sonst was, haben wirklich einige nachgeschrieben, weißt du, dann kann ich was herzeigen und der weiß nicht mal, was es ist, es schaut super cool aus. Und die Geschichte dahinter ist natürlich auch sensationell. Denn wir haben das Thema strategische Industriemetalle deshalb überhaupt einmal in den Mund genommen, hier besprochen, weil es wichtig ist für uns als Anleger, auch als Gold- und Silber-, also als Edelmetallanleger, zu wissen, dass es strategische Industriemetalle gibt. Denn nach dem Great Reset haben wir so 30, 40 Zukunftsentwicklungen, Zukunftsbereiche und für all diese Zukunftsbereiche sind diese strategischen Industriemetalle, die teilweise ja, 10-mal, 100-mal seltener sind als Gold, Wismut jetzt in dem Fall nicht, aber dass die extrem nachgefragt werden. Und wir sind ja die Edelmetallstrategie, sprechen also vor allem über Edelmetalle. Jetzt würde man sagen, okay, was hat denn Wismut mit Edelmetallen zu tun? Eines der wichtigsten strategischen Industriemetalle ist nicht Hafnium, Tantal, Gallium, Indium. Das sind alles extrem wichtige, unverzichtbare Elemente, Metalle. Aber eines der wichtigsten ist Silber. Denn Silber wird in allen oder fast allen Zukunftsentwicklungen gebraucht, sei es die Pharmaindustrie, sei es die Antriebstechnologie, sei es die Raumfahrt, Pharmaindustrie hat man schon, gell? Nanotechnologie, ja, und natürlich auch, ja, wie schon gesagt, Pharma, auch Wismut ist ein Element, das man in der Pharmaindustrie zum Beispiel braucht. Und wir sollten es wissen als Anleger, dass wir nicht nur wie bei Gold, ja, nicht nur wie bei Gold hier ein monetäres Element in unseren Händen halten, also ein Metall, das letztendlich geldgleich ist, sondern dass wir auch bei Silber vor allem eine Industrieware in der Hand haben, die in den zukünftigen Monaten, aber auch Jahren vor einem extremen Boom steht. Unserer Meinung nach. Mehr dazu könnt ihr jetzt lesen in einem kostenlosen Report. Und den möchte ich heute empfehlen, wie jedes Jahr, den In Gold We Trust Report vom Liechtensteiner Vermögensverwalt Incrementum. Wir kriegen für diese Werbung kein Geld, aber ich glaube, man kann durchaus Sachen empfehlen, die einfach nur gut sind und sinnvoll sind. Und hier blende ich Ihnen kurz ein. Ja, jetzt ist er wieder weg. Haben wir hier In Gold We Trust. Also hier einfach googeln. Übergang. So. Wieder federführend
Das ist der Herr Stöfferle, der hier diesen Report mitgeschrieben hat. Auch immer sehr gute YouTube-Videos, kann man empfehlen. Und hier gibt es eine ausführliche und eine kompakte Version. Wer Zeit hat, kann die ausführliche oder sonst die kurze Version nehmen. Also kann ich nur jeden Edelmetall-Anleger empfehlen, diesen Report zu lesen. Meiner Meinung nach einer der besten und vor allem ausführlichsten und auch greifbarsten Reports oder Studien zum Thema Gold und Silber. So. Jetzt wirst du dich fragen, was wir in den letzten Wochen gemacht haben. Und wir haben einen sicherlich nicht ähnlichen, aber wir haben ebenso einen Report geschrieben, einen Strategie-Report. Wenn ich dir hier kurz zeigen werde, wenn er noch da ist. Genau, ist noch da. Es ist eine höchste Zeit geworden für uns und unsere Kunden, aber auch für unsere Interessenten, mal ein Dossier zusammenzuschreiben, wo es um den Vermögensschutz mit physischen Edelmetallen geht. Denn wir haben immer wieder die Feststellung, dass Menschen zu uns kommen und noch überhaupt nicht greifen können, wie Edelmetalle ihnen überhaupt helfen können. Denn die Menschen, die zu uns kommen, die wollen Vermögen schützen. Vor Inflation, staatlichen Zugriff und Bankenpleiten. Und natürlich wird dir ja selbst mittlerweile irgendein Banker sagen, dass du in Edelmetalle investieren sollst. Das Problem ist aber, dann kaufst du, gehst du an den Hauptbahnhof hin, kaufst Edelmetalle und wirst genau dann alleine gelassen, wenn die wirklich, wirklich wichtigen Fragen überhaupt kommen, nämlich wo sind die Edelmetalle gelagert, wie sind sie versichert, wie bekomme ich sie wieder lukrativ in den Kreislauf rein. Für die Unternehmer, wie kann ich Edelmetalle für mein Betriebsvermögen nutzen? Und das ist richtig mächtig, was man da machen kann. Und wir haben deshalb gesagt, wir wollen eine Fallstudie machen. Nicht nur eine, sondern vier. Und wollen Ihnen einen Report, den ihr euch bestellen könnt, wahrscheinlich in 2, 3 Wochen, reintun mit Fallstudien, wo es konkret darum geht, dass man anhand von verschiedenen Personen sieht, okay, wir haben einen Anleger, der will vielleicht mit Vermögensschutz starten. Was macht denn der zum Beispiel? Jemand, der vielleicht 50 oder 100 oder 250.000 Euro hat, die er wirklich fürs Alter gespart hat, der mag jetzt natürlich auch dieses Geld nicht mehr verlieren, weil er hat zu hart gearbeitet. Und trotzdem, wenn er es auf der Bank lässt, ist dieses Geld komplett im Feuer gerade. Ja, also wirklich konkret gefährdet. Und ebenso, ja, Bankenpleiten und der staatliche Zugriff ist natürlich auch ein Thema, das dann zum Beispiel auch Unternehmer interessiert. Ja, die wollen aktuell nicht nur Bankvermögen schützen. Betrifft leider gerade Unternehmer, dass wenn die jetzt mehr wie 100.000 Euro auf dem Bankkonto haben, kann es sein, dass die nächste Woche zusperren müssen, weil wenn sie zum Beispiel ihr ganzes Betriebsvermögen auf der Bank haben, bei einer Bank, und die Bank geht pleite, dann ist das Geld weg nächste Woche. Das ist tatsächlich ein unternehmerisches Risiko, das wir auch in diesem Report beleuchten wollen. Das heißt, für jeden ist da was dabei. Und glaub mir eins, wir haben für diesen Report Monate gebraucht. Wir haben wirklich 3 bis 4 Monate jetzt dran gesessen, haben unsere Kunden gefragt, dürfen wir euch als Fallstudie benutzen, dürfen wir euch als Rezensionen benutzen, dürfen wir eure Bilder zeigen, dürfen wir auch zeigen, was wir gemacht haben. Ja, wir werden natürlich nicht alles detailreich zu 100% alles offenlegen, weil das sind natürlich Kundendaten und wir haben das mit unseren Kunden vereinbart, dass wir offenlegen dürfen, aber da ist extrem viel drin und ihr könnt extrem viel mitnehmen. Wir haben natürlich auch geschaut, dass dieser Report gut ausschaut, vor allem unsere Designerin, die uns da immer wieder auf die Finger klopft und da wieder eine Anpassung macht, dass dieser Report ausgedruckt mit gutem, schwerem Papier hochwertig sich anfühlt. Und natürlich auch ausschaut, dass das auch Spaß macht, diesen Report zu lesen, 20 Seiten. Und der geht nächste Woche in den Druck. Wir haben jetzt noch 1, 2 Anpassungen. Und wenn er dann live ist, wenn wir ihn haben, dann geben wir euch Bescheid, dass ihr diesen Report auch kostenlos beantragen könnt gegen eine Versandgebühr von ein paar Euro.
ist, glaube ich, ein fairer Deal. Wir werden diesen Report an alle unsere Kunden rausschicken. Und von dem her, das ist schon mal eine, glaube ich, ganz interessante Information für euch alle. Ja, der nächste Punkt ist, wir haben in den letzten Wochen durchaus viele Videos gemacht, aber nicht für YouTube, sondern für einen exklusiven Kurs, für einen Edelmetall-Zollfreilagerkurs, weil wir immer wieder von den Kunden hören oder auch von neuen Interessenten: Hey, pass auf, ich würde gerne einfach mal ein bisschen durchgeführt werden. Ihr habt super Videos und so weiter, aber das muss man alles zusammensuchen. Habt ihr nicht mal die Möglichkeit, mich Schritt für Schritt wirklich von den Grundlagen der Edelmetalle bis zum möglicherweise bis zur Auslieferung von Edelmetallen, bis zur Einlagerung von Edelmetallen in ein Zollfreilager vollständig zu begleiten? Und wir haben hier einen Kurs gemacht, der ist wirklich sehr ausführlich. Wir wollen ihn auch immer weiter natürlich noch optimieren. Und wo du wirklich lernst, was ist bei Edelmetallen, was sind die Grundlagen und vor allem, wenn du Vermögen schützen willst, was musst du wissen? Das ist also wirklich Anwenderwissen in diesem Kurs. Das ist jetzt keine Charttechnik, keine komplizierten mathematischen Formeln, sondern das ist wirklich Anwendungswissen, wie du Schritt für Schritt starten kannst. Vermögen zu schützen mit Edelmetallen vor Bankenpleiten, vor Inflation und staatlichen Zugriff. Dieser Kurs ist wahrscheinlich in den nächsten Tagen, werden wir den live nehmen, und hier schon mal unser Angebot. Wir werden in den nächsten Videos, sei es unbedingt bei den nächsten Videos dabei, werden wir ein Gewinnspiel dir zeigen, wie du gewinnen kannst. Nämlich einen Rabattcode zu diesem Kurs. Dieser Kurs wird 197 € kosten. Wir werden am Anfang diesen Kurs für 97 € verkaufen. Und wir wollen dir die Möglichkeit bieten, diesen Kurs zu testen für uns. Und wir wollen dir dazu einen großzügigen Rabattcode geben, dass du wirklich nur einen kleinen Obolus zahlen musst, um dir Zugang zu holen zu diesem Kurs. Und deshalb, wir werden zu diesem Kurs in einem der nächsten Videos, werde ich dich mal ein bisschen durchführen, dass du siehst, was erwartet dich. Und dann werden wir konkret darüber sprechen, wie du einen dieser, wir werden wahrscheinlich 5 Rabattgutscheine gewinnen kannst. Gut. Zum Abschluss noch. Wir haben jetzt über Wismut gesprochen, wir haben jetzt über diesen Report gesprochen und jetzt sprechen wir noch als letztes eine Ankündigung, die vielleicht dich interessiert. Wir haben uns entschlossen, keine geschlossenen Webinare vorerst mehr zu machen. Stattdessen wollen wir offene Webinare machen, das heißt, dass jeder zuschauen kann, jeder reinkommen kann und das Ganze machen wir über die Plattform YouTube. Das heißt, du kannst in einem der nächsten Videos, wir werden eine YouTube live machen. Nämlich am nächsten Freitag um 10 Uhr. Vielleicht ist es sogar so, dass wir dieses Video dann auch live nehmen im Nachhinein. Das wissen wir noch nicht, das entscheiden wir noch. Und das ist eine richtig coole Sache, denn wir werden über aktuelle Themen sprechen zum Thema Vermögensschutz nach Schweizer Werten, also Sicherheit, Unabhängigkeit und Zuverlässigkeit und vor allem aktuelle Entwicklungen. Was musst du wissen, was passiert gerade bei Banken? Ich sage nur, Negativzinsen kommen immer mehr, spüren die ersten Bankkunden schon. Was gibt es für Lösungen? Wie kannst du starten? Und da werden wir nächste Woche am Freitag, das ist dann der, ich sage mal, der 18. um 10 Uhr live gehen und dann kannst du dabei sein. Sei also dabei und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass ein Like da, kommentiere dieses Video. Wir freuen uns auf deine Unterstützung und wenn es dann den Report gibt, wenn dieses Online-Training live ist, dann werden wir dich informieren, sodass du auch diese Sachen dann für dich nutzen kannst, dieses wertvolle Wissen für dich nutzen kannst. Mach's gut, schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.